Moin Leute, hier zurück bei Star Wars Old Republic. Wie man sieht, hier oben rechts habe ich noch ein paar Missionen offen. Und zwar einmal geplatzte Verhandlungen. Begib dich zum Unterschlupf des Huttenkartells und dann Schwächung des Feindes. Besiege Tannis, besiege Santra, besiege Sander und besiege Monkabi. Ja, aber wir machen jetzt erstmal hier Schwächung des Feindes. Das ist mal klar, was ich heute nochmal machen muss. Schon lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. So, was hier? Ne, da bin ich ja. Okay, da muss ich wohin? Da muss ich ja ganz schön lang düsen hier. Der Weg ist noch ein bisschen beschwerlicher, sehe ich gerade. Habe ich eigentlich wieder Schnellreise? Gut, Schnellreise habe ich schon mal wieder. Sorry fürs Rumgehuste. Das ist früher morgens bei mir immer so, wenn ich irgendwie Kellogg gegessen habe, Milch. So ist es leider. So. Ist das links oder geradeaus? Geradeaus fahren und dann da so hoch. Was ist denn besser? Ich glaube, ich fahre geradeaus und dann rechts und dann links. Ich fahre mal geradeaus und gucke, was passiert. Mal gucken. So. Ich hoffe, es wird wieder gut. Ich besiege die Heidi nicht ganz schnell und dann bin ich auch ganz schnell wieder fertig hier. Aber ich brauche unbedingt einen neuen Helm oder was, weil mein komischer Ringer Helm sieht voll kacke aus. Den will ich eigentlich gar nicht haben. So, ist gerade hoch oder müsste ich eigentlich schon da sein? Bin ich dann da? Mehr oder weniger, nicht ganz. Muss ich irgendwo reinlatschen da. Na, wird schon laufen. War das hier schon? Ne. Hier war das links, ne? Ja. Ich glaube schon. Ja, hier sieht's gut aus. Da kämpft doch schon einer. Oder eine. So, hier bin ich wohl richtig. Und bin ich mal gespannt hier. Mann. Da sind schon ein paar, die gleich rumnerven hier. Wie gesagt, ich bin kein Profispieler hier, ne? Wie gesagt, ich bin nur. Ja, Tannis, da ist schon mal der erste, okay. Zack, Feierabend. Das war easy, ne? Das war ja easy. So, geht's hier weiter oder was? Dahin. So, zudem habe ich hier natürlich der letzte Angriff Bonus, besiege Okabis Streckhälfte. Was ist denn eine Serverwartung hier irgendwie? Ah, ein bisschen komisch alles. Irgendwie leckt das gerade ganz schön. Naja, egal, Hauptsache Kills, Kills, Kills. So, okay, Bonus habe ich schon erledigt. Gut, dann brauche ich den anderen nicht mehr. Sandral. Ah, okay. Den muss ich auch platt machen, wie man gerade oben rechts sieht. Da werde ich diesmal tun. Das ist der beste Move mit. Hä? Wo ist er hin? Ah! Wieder zurück. Das ist ganz schön laggy heute. Komisch, komisch. So, haben wir nochmal einen hier gleich. Wo sind sie denn? Geht in die stehen lassen kann. Ah, da ist Sander, okay. Kuckuck.
Die gehen aber schnell down. Das ist ja easy. Ein bisschen zu viel easy. Da ist er. Munkabi. Aber erstmal mache ich die anderen noch Schrott hier. Also mir sind sie schon tot und dann hängen die da noch rum und decken rum. Also, ein bisschen doof, ne? Keine Pause, warte mal hier. Der hat schon ein bisschen mehr aus, ja. Machen wir auch nochmal kaputt hier. Ein bisschen EP sammeln. So, jetzt geht's los hier. Endboss. Guck, guck. Hält ja auch nichts aus. Wie easy, ey, wie easy. So, brich die Tür zu Ukabis Gemächer auf. Ist das die Tür hier? Hier, hier, hier. Jetzt das Holo-Terminal, okay. Hallo, hört ihr mich? Hier ist Maru Wiesen. Ich höre. Was jetzt? Das ist ein Notfall. Die Exchange greift an. Ukabi ist hier. Jemand hat uns verraten. Kommt so schnell zurück, wie ihr könnt. Wir können... Oh oh. Kehre zu Mario Wiesen zurück. Okay, das ist ja... Da kommen sie gerade und nutzen aus, dass ich hier ein paar Leute abgemurkst habe. Ja, geht ja gar nicht, ey. Da muss ich jetzt mit rechts sogar wirklich auf mich und muss noch ein paar Zampe machen. Ja. Ja. Kann ich schon fahren? Nee. Können natürlich auch Schnellreise machen. Aber nö. Weil die brauche ich bestimmt noch für andere Sachen. Weil Cooldown, wie gesagt, 26 Minuten, glaube ich. Mann. Das blöde Rumgerüst, das geht mir ganz echt auf den Zeiger. Naja, gut. Muss ich vielleicht mal später aufnehmen, ohne dass ich vorher gefrühstückt habe, dann geht es vielleicht. Sorry zusammen. Sorry. Hab ich ja gerade so eine Mücke erwischt, ey. Das sieht ziemlich übel aus. Ekelmücken. Ist auch nicht mehr wie früher, dass wir einmal kurz pieksen. Ein kleiner roter Fleck. Nein, mittlerweile das ist das ein richtiger Riesenbeulen. Was ist denn los da? Wieder so, ne? Geradeaus, dann links. Okay. Ich bin unterwegs. Ich komme zur Hilfe. Ich schmeiß kaputt. Läuft. Du. Schaut sich auch ein bisschen aus wie bei dem Film Valerian. Schon bunt. Bunt. Naja, Mann. Ich glaube, ich habe irgendwie auch ein bisschen Schnupfen gekriegt. Was ist los? Das ist im Sommer. Was ist los hier? Aber es kommt was. Das passiert mal. So, hier sind wir richtig. Jo, klar. Oh, zu dicht angefahren. Jo, okay, wirklich mal ein neues Fahrzeug. Kann man eigentlich auch eins kaufen? Oder muss man sich jetzt alles erspielen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Also, ich mache zwar die Missionen jetzt hier und so. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, etc. Aber. Insgesamt noch nicht so wirklich drin im Spiel. Da fehlen noch viele Sachen, aber macht ja nichts. Kommt trotzdem weiter, schon mal gut. Und ich mache auch weiter, weil ich will die Story jetzt doch weiter spielen. Ich will auch noch irgendwann noch mal richtig schöne Raumkämpfe machen, mal gucken, wie die noch alle sind. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
Mana-Form. So, jetzt sind wir gleich da. Mal gucken, was hier abgeht. Was darf sein? Stirbt einer von euch oder beide? Widerlicher Wurm. Ihr seid beide erbärmlich. Und nun zu euch. Ihr seid hier, um die Frau und den Verräter zu retten. Ich bin Ukabi. Ich bin euer Ende. Seht euch meinen Körper an. Kortosis-Transplantate. Ein intravenöses Kolto-Injektionssystem. Ein holographisches Zielsystem. Ihr seid sterblich. Ich werde ewig bestehen. Das glaube ich nicht. Wieder zusammen. Ah, das ist ein bisschen heller. Boah, hält er richtig raus. Das ist mein Kampf gegen Apfel. So ein Schild, das ist auch ein Schild. Aha. So, Feierabend. Tada. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Kolto-Injektionen können keine Toten wiederbeleben. Esopuda no pachonki. Wagt euch nicht, etwas zu sagen. Ihr habt ihn hergebracht. Ihr wolltet mich töten lassen. Okay. Von einem Hutten konnte man ja nichts anderes erwarten. Mag sein, aber ihr habt Ukabi gerufen. Kawadompa stupa, makinsalika. Widersetzt euch dieser Frau und ihr widersetzt euch der größten Macht in der Galaxis. Wie könnt ihr es wagen? Reichtum und Macht nützen euch nichts mehr. Ups, war schon. Lasst ihn am Leben, wenn ihr könnt. Er ist eine mächtige Kreatur und kann mir noch nutzen. Außerdem hätte ich ihn gerne als Exempel für das Schattensyndikat. Und euch bin ich auf ewig dankbar für eure Hilfe. Dieser Auftrag hat schon viel zu viel eurer Zeit beansprucht. Ukabi wird nicht mein letztes Opfer hier sein. Ja, ich verstehe. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe. Wenn Nar Shaddaa eines Tages an das Imperium fällt, wissen wir, wem wir das zu verdanken haben. Genau. So, gewonnen. So, was haben wir denn hier? Nichts Tolles, auch nichts Tolles. Kann ich gleich wieder kaputt machen eigentlich. Aber die EP sind ja wichtig. So, dann haben wir da schon mal die Nebenhauptquest sozusagen gemacht. Jetzt wollen wir dann, würde ich sagen, weiß ich gar nicht, wie spielt das überhaupt. Ja, ein bisschen gespielt haben wir ja, ne, haben ein bisschen was gesehen. Mache ich jetzt direkt weiter mit dem anderen, das wäre ein bisschen doof. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mit den anderen Hauptquests im nächsten Witz. Danke fürs Zusehen bis hierhin und dann, ja, bis demnächst. Tschüssi. Tell me that you love me, even if it's